Belmont, am Wochenende ist Grimms Jubiläum. Wird es Feierlichkeiten geben? Seit 25 Jahren spielt Grimm in der Super League. Und wir sind mittlerweile berühmt-berüchtigt für unsere Show. Daher gibt es keine schönere Art zu feiern, als mit einem Spiel gegen die Super Strikers. Ach, weil ihr erstes Spiel in der Super League gegen die Strikers war? Ganz richtig. Damals haben sie 2-0 verloren. Das würde die Feierlaune mit Sicherheit dämpfen. Oh, dieses Mal haben wir vor, das Ergebnis umzukehren. Für Grimm! Für Grimm! Man muss den Grim Spirit einfach lieben. Aber 2-0. Niemals. Ja, nicht gegen unsere Dreier-Sturmspitze. Stimmt's, Jungs? Ganz genau, Shakes. Besorgt mir einfach den Ball, dann schieße ich die Tore. Ach komm, wenn jemandem ein Lob gebührt, dann Big Bo. Denn ohne seine grundsolide Torwartleistung könnten wir nicht nach vorne spielen. Gib mir ein B für Big Bo. In diesem Lied ist er der Held. Er hält die Kiste immer sauber. Er ist der Stärkste auf dem Feld. Komm schon, Big Bo. Freust du dir, dass wir uns das Zimmer teilen? Nun ja, ich habe Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung dabei, um all das Summen, Singen und unaufhörliche Reden... Wow, danke, Big Bo. Brauchst mich gar nicht ansehen, Bruder. Ich hab's auch durchgemacht. Er hat mir mal ein Schlaflied gesungen. Und das die ganze Nacht. Klaus, ich hätte sie gern zurück. Wow, so leise. Perfekt, um neue Lieder zu kreieren. Gib mir ein B, gib mir ein I, gib mir ein G, Big Bo. Hashtag Zwillies. Oh, ihr seid es. Dir ist schon klar, wer hier ist, in der Menge? Genau wie erwartet. Nun, versucht kein Aufsehen zu erregen. Verdammt! Wisst ihr nicht, wen ihr vor euch habt? Und wenn schon, ich bin immer noch der beste Spieler, den Grimm je hatte. Sobald ich fertig bin mit Big Bo, werden sie mich anflehen, zurückzukommen. Willkommen auf der Burg, Super Strikers. Hier hüten und ehren wir alles Grimmsche. Von den unzähligen Trophäen und dem Taktinomikum bis hin zu unserem geliebten Cauldron und dem berüchtigten Geisterzug. Kare, ist einer der Geisterzugspieler ein echter Geist? Wir haben zwar den Ruf, dass es bei uns spukt, aber das ist alles nur ein Irrglaube. Und zu guter Letzt die Halle der Helden. Bad Beißer, der Helle. Nocton, der nicht so Helle. Tim Winsgesicht Dubinsky und Neville. Neville? Sein Vater hat das Cauldron bezahlt. Aber lasst mich euch vom Erbauer unseres Cauldrons erzählen. Die Legende besagt, dass die Bauarbeiter beim Anlegen des Spielfelds auf einen Stein mit einer seltsamen Form stießen. Obwohl viele es versuchten, konnte ihn niemand anheben. Niemand außer Mislav Markovic. Oh. Dieser Mislav war stark, aber voll. Das stelle ich auf Netter. Ich habe meine eigene Halle der Helden. Und wo ist dieser Stein? Es heißt, er ging verloren, als das Cauldron saniert wurde. Aber manche sagen, er habe nie existiert. Coach Belmont, sieht aus, als hätte man jemanden rausgeworfen aus der Halle der Helden. Alles, was auch nur im Entferntesten mit Spike Dawson zu tun hat, ist hier strengstens untersagt. Wow. Heftig. Aber er hatte es verdient. Ja. Oder, Big Bo? Ich bin drüber weg. Ich denke, Spike sicherlich auch. Diese Tarnung, das Karnevalskostüm war nutzlos. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Sir. Sie können sich ein anderes aussuchen. Was habt ihr noch? Moment! Was hast du noch? Sorry, Mr. Dawson. Alle anderen Kostüme wurden für das große Spiel verliehen. Wie wär's mit... Hey, warum sind die alle in der Wühlkiste? Das ist der Mülleimer. Ich habe den perfekten Plan, um Grimm zu helfen, die Super Strikers zu schlagen, aber kann meine Nachricht nicht an Big Bo übermitteln, weil mein einziger Weg durch die Kontrolle ein rosa Häschenkostüm ist. Rufen Sie ihn doch einfach an. Schickes Cover. Ja, wir haben Kostüme für alles, sogar für Handys. Nein, das hier sind lediglich Ausstellungsstücke. Wir haben nur noch das hier. Wisst ihr was? Ich nehme es. Und das Hasenkostüm. Hey! Für Grimm! Für Grimm.
Könnt ihr wenigstens Big Bo dieses Friedensangebot von mir übergeben? Wenn ich nicht durch die Kontrolle komme, muss ich wohl drunter durch. Keiner kennt das Gelände so gut wie der alte Spike. Cooler als eine Jurke und schärfer als ein Rettich? Die Eins ist seine Nummer, denn er macht euch fertig. So, let's go, Big Bo! Viel Glück fürs Spiel. Danke, Klaus. Oh, hey, von wem ist das Obst? Hä? Das warst also nicht du, aber... Im Cauldron spukt es also doch! Dawson. Ein einfaches Dankeschön würde genügen. Was willst du, Spike? Ich möchte, dass du begreifst, wie wichtig das Spiel für Grimm ist. Grimm will nichts mit dir zu tun haben. Oh, das wird sich ändern, denn ich werde allen dein Geheimnis verraten. Welches Geheimnis? Als du dir vor ein paar Jahren das Handgelenk verletzt hast. Das will Klaus sicherlich nicht unbedingt hören. Hast du nicht wieder zu deiner alten Form zurückgefunden? Es gibt einen Schwachpunkt. Du kennst also mein Geheimnis. Und bald auch alle anderen in der Super League. Was? Ich werd's auf Netter posten. Na schön, was muss ich tun? Du wirst jetzt eine kleine Tour machen. Am Ende werde ich dir eine Frage stellen. Antworte richtig und ich poste es nicht. Wo fange ich an? Ziehe am Kerzenleuchter. Doch nicht der. Oh! Big Bo? Big Bo ist ein Geist! Zeit für die echte Grimm-Tour. Klar. Erstens, das Stadion Cauldron zu nennen, war meine Idee. Und all das Eis am Stiel zu essen, auch deine Idee? Kann sein. Als nächstes, der berühmte Geisterzug. Meine Idee. Und zu guter Letzt, Grimms berühmt-berüchtigter Grusel-Look. Deine Idee? Meine Idee! Grimm hat versucht, mein Vermächtnis auszuradieren, aber man kann die Geschichte nicht umschreiben. Also, wer hat Grimm zu dem Club gemacht, der er heute ist? Neville? Ganz vorsichtig, Big Bo. Na gut, es ist Spike Dawson. Darauf kannst du aber Gift nehmen. Also sind wir fertig. Oh, es gibt noch zwei weitere Lektionen. Nimm die Banane bis zum dritten Klingeln ab. Oder der Post geht online. Warte, wie komme ich denn hier raus? Oh. Zurück in der Halle der Helden. Achtung, Stürmer marschiert durch! Yeah, die Dreier-Sturmspitze Rock-Dudes. Ist ja auch einfach, wenn niemand den Ball will. Klaus, wo ist Big Bo? Ich weiß es nicht, Coach. Er ist verschwunden. Genau wie ein Geist. Sorry für die Verspätung. Hab mich kurz verirrt. Kein Problem. Dann lasst uns weitermachen. Ja, Mann. Die Dreier-Sturmspitze funktioniert prima. Können wir ja auch nichts dafür, dass wir den besten Goalie der Liga haben. Ja, solange er nicht wieder verschwindet. Big Bo? Der Typ kann einen Zug stoppen. Dieser Typ ist nicht zu toppen. Er ist... Hier weg, die Eisterschicks! Ich bin's, Alter! Big Bo ist verschwunden. Hä? Mal wieder. Stelle dich auf die Platte, Big Bo. Der Totenkopfstein? Ach komm schon, Spike. Wenn du Fußball spielen willst, sag's doch einfach. Wir spielen. Ein Spiel namens So fühlt es sich an, Spike zu sein. Runtergezogen von der Bürde meines ungenutzten Talents, konnte ich einfach nicht nach vorne sehen. Stattdessen sah ich mir jedes Spiel, das du jemals gespielt hast, immer und immer wieder an. Mir fiel etwas auf, das alle anderen übersehen. Mein Po in diesen Hosen? Deine Schwäche! In 5 Minuten wird die Kanone abgefeuert.
Halte den Ball oder ich lüfte dein Geheimnis. Und wenn ich den Stein nicht anheben kann? Dann bleibst du dort und man wird dich vergessen. So wie sie den alten Spike vergessen haben. Das heißt wohl, dass du mein Geheimnis auf Netter postest. Nicht, wenn du deine Lektion gelernt hast. Wessen Karriere hast du ruiniert? Oh. Sag es! Spike Dawson. Korrekt. Nun gut, was ist meine letzte Aufgabe? Oh, das hebe ich mir für morgen auf. Aber morgen ist doch das Spiel. Dawson! Und du glaubst, Big Bo ist ein Geist? Er ist ein Geist, kannst du glauben? Aber er lebt, ja? Wie sollte er plötzlich zu einem Geist werden? Vielleicht hat ihn ein anderer Geist berührt. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Du verwechselst das mit Vampiren, Klaus. Und Werwölfen. Und Zombies. Wollt ihr mir erzählen, dass Monster andere Monster erschaffen können, aber Geister keine anderen Geister? Schluss jetzt damit, Leute. Es gibt keine Geister. Big Bo? Du, er ist kein Geist. Wir haben uns Sorgen gemacht, Bruder. Yeah, wo hast du gesteckt? Und warum bist du nass? Sicher, dass ihr das wissen wollt? Na klar, du. Raus damit. Sicher, Bruder. Ja. Oh. Vor ein paar Jahren habe ich mir das Handgelenk verletzt, als ich gegen den Pfosten geknallt bin. Es dauerte nicht lange und ich stand wieder im Tor. Aber Spike hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden meiner Schritte zu beobachten. Und mit der Zeit fand er meine Schwäche heraus. Welche Schwäche? Genau, du bist der Beste. Immer, wenn ich nach links unten hechte, zögere ich. Etwa einer von drei Schüssen geht rein. Also, wenn ich nicht tue, was Spike sagt, plaudert er mein Geheimnis auf Netter aus. Du könntest morgen leichte Beute für die Grimm-Stürmer sein. Wir können von Glück reden, wenn es nur 2-0 ausgeht. Das ist genauso beängstigend, wie wenn du ein Geist wärst. Hey, wir können uns immer auf dich verlassen, Big Bo. Aber morgen kannst du dich auf uns verlassen. Ja, wir werden eine Menge Tore. Ja, verlass jeder dich auf uns. Wir machen das, das schon, Bro. Das nimmt den Druck raus. Ja. Gib mir ein B. Nope. Abendspiel im Cauldron. Wie immer haben sich die Grimm-Fans ganz auf diesen Augenblick eingeschworen. Und die Kommentatoren natürlich auch, stimmt's, Matt? Ja, aber ich mag's nicht, übertroffen zu werden. Zu spät. Puh. Jungs, beim Fußball ist es egal, wie ihr aussieht. Wichtig ist, wie ich aussehe. Wenn Sie diesen Mann sehen, melden Sie sich beim Sicherheitsdienst. Spike Dawson? Dieser Gestörte? Manche Leute wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Heute Abend ist Feratuvia wie eine Geisterstadt. Denn alle sind im Cauldron. Ja, und zwar alle außer mir. Danke für nichts, Belmont. Diese Masken sind echt richtig gut. Sind beim Spiel da. Unverschämt. Ja, perfekt. Die erste Hälfte neigt sich dem Ende zu und die Strikers erhöhen den Druck. Aber die Heimmannschaft bleibt auch unter Druck. Cool. Stand jetzt ist noch alles offen. Auf geht's! Hauen wir ihn rein für Big Bo! Dann geht's jetzt los! Ich zuerst! Okay, schön. Ich als Zweiter. Ja. Komm schon! Nimm ne Maske! Guter Junge! Hey, seht mich an! Hä? Ich bin der Kerl, der fast Grimm ruiniert hat! Gratis? Ich würde ihn nicht mal für Geld tragen! Dawson ist übel! Ich muss endlich da rein! Na endlich bin ich dran. Oh, und Grimm wagen einen Konter. Die Chancevereitelung von Wolf hat Platz im Mittelfeld für Grimm geschaffen. Grimm nähert sich Big Bo. Ja.
2,5 Mal klingeln, Big Bo? Das ist ein guter Schnitt. Nun gut, was ist meine letzte Aufgabe? Finde meinen rechtmäßigen Platz bei Grimm, dann kannst du den Post ganz einfach selbst klatschen. Spikes rechtmäßiger Platz. Die letzte Aufgabe kann ich nur im Schloss lösen. Aber wir geben dir doch Deckung, Bruder. Spike lässt mir keine andere Wahl. Du wirst nicht rechtzeitig zurück sein. Ich kenne Abkürzung. Hey, yo, seht, wie er floh. Das ist mein Roomie mit Namen Big... Hey, da ist Zutritt verboten. Ich sagte Zutritt. Wo sind sie denn hin? Das ist gruselig. Hört ihr das? Ich glaube, hier im Cauldron spukt es. Ach, Spike, dein rechtmäßiger Platz, hä? Tu es nicht, Big Bo! Shakes? Ich weiß, dass es Grimm einen Vorteil verschafft, aber sich von Spike kontrollieren zu lassen, ist es nicht wert. Du kannst diesen Post stoppen, aber wie willst du den nächsten verhindern? Oder den danach? Hier kommt ein netter Post von Spike Dawson. Und sollte das stimmen, dann hat Big Bo einen wunden Punkt. Wo bleiben die? Wir können nicht ohne sie spielen. Wie macht er das nur immer? Bones, sein links unten. Ja. Spike hatte absolut recht. Einer von dreien geht rein. Und die Fans zeigen ihre Verbundenheit. Da ist er. Hey, Simon! Endlich bekomme ich die Anerkennung, die mir zusteht! Hey, Buddy, ich freue mich ja für dich. Aber du stehst auf meinem Fuß! Oh. Sorry, entschuldige. Big Bows Schwachpunkt wird ganz schön bearbeitet von Grimm. Oh. Eine weitere tolle Parade! Die zweite bisher! Wird der nächste Versuch ein Tor? Und die Strikers schenken Grimm einen Eckball. Belmont schickt die ganze Mannschaft nach vorne. Er möchte unbedingt das historische Ergebnis umkehren und 2-0 siegen. Mein Rumi, der ist traurig und wandelt wie ein Geist. Doch man kann immer auf ihn zählen, denn er weiß, was Teamgeist heißt. Keine Sorge, Klaus. Ich hab doch nur ein Tor kassiert. Ich feuer dir nicht an, weil du nie ein Tor zulässt. Sondern weil wir uns auf unsere Stärken besinnen müssen, um unser Bestes zu geben. Nicht auf das, was uns bremst. Und außerdem, wir sind Roomies! Lüfte dein Geheimnis! Zögere ich! Deine Schwäche! Einer von drei Schüssen geht rein! Tor gehalten, Big Bo! Epische Parade, Dude! Zu mir! Langer Ball! Big Bo trotzt allen Widrigkeiten! Mit einem gewaltigen Abstoß! Können seine Kameraden auf der anderen Seite abliefern? Ja, das können sie! Gib mal ein B! Gib mal ein I! Gib mal ein G! Gib mir noch ein B! Wie sollen wir ihn jemals finden? Das ist wie die berühmte Nadel. In einem Haufen von Nadeln. So ein Mist! Unentschieden? Spike Dawsons Theorie hatte keinen Nutzen für Grimm. Für Grimm! Oh, sorry. Nein, nein! Oh! Bitte! Gut, werft mich raus, aber ich werde zurückkommen. Ihr werdet schon sehen. Oh. Ah.
Endlich ist der Totenkopfstein da, wo er hingehört. Und nicht nur der hat seinen rechtmäßigen Platz gefunden. Das haben wir echt gut gemacht, Big Bo. Ich muss zugeben, Klaus, du bist echt ein Spitzenmitbewohner. Das bist du aber auch. Aber kannst du das auch in Reime formen? Das geht so. Das ist Klaus. Klaus, MC in the house. Was denn jetzt? Seid ihr jetzt alle Geister? Vermutlich spukt das hier doch nicht. Hä? El Matador ist der beste Spieler. Eine Woche Super League Pause und ich kann mich endlich um diese scheußliche Sockenblässe kümmern. Echt? Jetzt? Super League News Ticker. Kommt schon, ich bin jetzt im Urlaub. Hallo, Super League Spieler. Frau Altivo? Dass man nicht vor Unterhaltung höchst selbst ist. Was hat sie denn jetzt bloß vor? Ihr seid alle höchst talentiert, aber habt ihr euch je gefragt, wer von euch eigentlich der Beste ist? Nun, jetzt habt ihr die Gelegenheit, es herauszufinden. Ihr müsst nur euren neuesten Trick filmen und ein Video davon hochladen. Der Super League-Spieler mit den meisten Klicks gewinnt den Hauptpreis. Und der Hauptpreis ist der Prototyp des Spitzenautos der Zukunft. Der Maximo Stagliano. Den Maximo gibt's echt? Hab gehört, der wurde von Raumfahrtingenieuren entwickelt. Der muss ja abgehen. Der muss ja Kraft haben. Der muss ja super aussehen. Mit mir da drin. Ihr widert mich alle an. Vor allem du, Bruno. Letzte Teilnahmemöglichkeit 24 Stunden vor der Preisverleihung. Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler der Super League. Ich bin dein offizieller Kameramann. Okay, Shakes, ich sehe schon vor mir. Zuerst drehst du dich um die... Spence. Coach hat klar gesagt, diese Woche kein Fußball... Nur Entspannung. Ja, ja. Nicht mal Super League 4000X. Sorry, Kumpel. Fürs Protokoll. Das ist langweilig. Wuhu! Wir wurden gerade zum Grillen eingeladen bei Dancing Rasta zu Hause. Du meinst, ich wurde eingeladen? Ach komm, ich will sehen, was für Tricks die anderen Strikers so drauf haben. Das sind professionelle Fußballspieler. Die verschwenden auf keinen Fall ihre Zeit an dumme Trickvideos. Du hast die Dose nicht getroffen, Skyra. Weil mein Ziel der Stagliano ist. Wow, Frau Altivo. Sehen Sie nur, wie viele teilnehmen. Doch noch immer keinen Shakes. Wofür brauchen wir Shakes? Massenhaft Einreichungen in die höhe schnellende Zuschauerzahl. Tausende Klicks. Tausende? Devin, Susans Katzen im Schlafanzug-Video hat 1 Million Klicks seit dem Mittagessen. Gut gemacht, Susan. Danke, Frau Altivo. Danke, Frau Altivo. Altivo Entertainment begnügt sich nicht mit ein paar Klicks. Klar. Was wir brauchen, ist weltweite Aufmerksamkeit. Jeden Bildschirm, jedes einzelne Auge. Und wie schaffen wir das wohl, Devin? Katzen? Fernsehstars? Lustige Videos? Lustige Videos von Fernsehstar-Katzen. Nein. Mit Konflikten, Devin. Die Welt will Leute streiten sehen. Okay, ich glaube, jetzt hab ich's endlich. Was zum... Was soll das? Ja, Tiger-Kumpel, was ist das? Mein neuester Trick ist eine Abfolge mehrerer kleiner Tricks. Er erfordert Kreativität, Planung und perfekte Ausführung. Wow. Mein Kamm? Den habe ich überall gesucht.
Kein Trick funktioniert ohne den vorherigen. Nur die kleinste Abweichung und... So knapp, Tiger. Bleib dran, Kumpel. Leute, Frau Altivo zeigt jetzt die Top 3 der Tricks. Die Videos eures neuesten Tricks gehen durch die Decke. Bleibt dran für unsere aktuelle Top 3. Coach. Diese Tricks sollten eure Erholungsphase vor dem Invincible-Spiel besser nicht stören. Nein, nein, wir sind völlig entspannt. Wir lassen nur Dampf ab. Unsere Art zu entspannen. Gut. Bewegt euch. Ich kann den Bildschirm nicht sehen. Und nun ist es soweit. North Shore. Ein goldener Mann in Rot. Wuhu! Fahrradrolle! Wow! Das war ja der Wahnsinn! Ja, jetzt komm ich! El Matador! Ja! Yeah. Tontauben schießen! A la El Matador! Ho! Zu einfach! Mann, war das schwer! 126 Schüsse, aber endlich habe ich es geschafft. Oh, der letzte Teil können wir rausschneiden, oder? Starke Vorstellung, El Matador. Hey, Leute, Essen fassen, wenn ihr fangen könnt. Ihr macht wohl, Victor. Nicht Scarra. Nicht der. Bestaunt das Überragende. Ziemlich gut. Schon besser. Eher dein langweiligster Trick. Ja, wie kommt der denn auf Platz 1? Riecht da etwa was verbrannt? Ja. Weißt du auch was? Heilige Scheiße. Die haben dich dran gekriegt, Mann. Musst aber zugeben, es war echt lustig. Na, damit lässt du ihn ja wohl nicht durchkommen, oder? Du weißt, das war ein Treffer. Schön. Holt mir einen Ball. Aber fang das von weiter oben ein, Spence. Gut gemacht, Shane. Glaube ich. Wirklich sehr gut. Nicht ganz vergleichbar mit dem Nasenschuss, aber okay. Oh. Was ist das? Es geht los, Scar. Wir haben endlich Shakes dabei. Und was machen wir nun wohl, Devin? Feiern? Oh ja, mit Luftballons. Und Susan backt einen Kuchen, verziert mit Katzen. Nein, Devin. Die Saat der Zwietracht ist gesät. Es wird Zeit, sie wachsen zu lassen. Und ich kenne genau den richtigen Typ dafür. Yo, du willst Videos machen, Klicks generieren und viral gehen? Dann liegst du richtig mit dem Gesicht. Ich bin Jordi, der Crazy Guide, der dir zu Internet rumverhilft. Und weißt du, wie der neueste Trick alle bewegt? Indem er Aufsehen erregt. Mach, was das cool aussieht. Der Burner ist krank, abgefahren. Kaboom. Weiter geht's. Um Reaktionen von den Zuschauern zu kriegen, musst du reagieren. Und es gibt nur zwei korrekte Arten zu reagieren. Selbstbewusste Gleichgültigkeit, auch genannt der Gangster. Oder durchgeknalltes Ausflippen. Einfach mal komplett am Rad drehen. Zuletzt, mach deine Feinde an. Zeig nicht, wer hier was nicht kann, indem du den fetten Diss-Track pflanzt. Scheißegal, ob du rappen kannst. Alles klar, los geht's, Ninja. Ninja? Ach komm, er sagte doch scheißegal, ob du rappen kannst. Ah, eingebildeter Fatzke. Hör mal zu, du Punk, deine Tricks sind lahm, weil du echt nichts kannst, außer zittern vor Angst. Wenn sie schütteln der Shakes, Schüsse soft wie ein Keks.
Du kannst bei mir schauen, wie es geht, bis sich deine Augen verdrehen. Yeah, ich nehm mir den Ball, kick in das Gehäuse. Du hörst den Knall, drückst verzweifelt Pause. Ich hab Schüsse wie Blitze, schieß dir den Kopf von der Mütze. Also bleib besser zu Hause vor deinem Monitor sitzen. Ja, Scarra hat mal wieder abgeliefert. Hey, hey. Oh, Devin. Der Spaß beginnt doch gerade erst. Okay, startklar, Männer. Jetzt yep. Los geht's. Und Action! Du denkst, deine Reime seien krank und meine Nase verbrannt? Aber gleich brennt's bei dir, Scarra, und ich werd gerade erst warm. Yeah, wir drehen die Heizung bis zum Anschlag auf. Du spuckst vor Wut und denkst, du kannst es auch. Ich lach nur über deinen Slapstick-Lauf und setze bei mir noch einen Hattrick drauf. Auf diese Art renne ich ganze Berge rauf. Leg dich bloß nicht mit mir an, hab den Pad in. Was geht, Musikus? Mit Rap ist jetzt Schluss. Und wenn du noch einen Reim willst, versuch mal. Warum entspannst du dich zu Hause, wie ich es gesagt habe? Coach, wenn ich das Video nicht fertigstelle, gewinnt Scarra den Wettbewerb. Heute ist die letzte Chance. Und morgen ist das United-Spiel. Was ist dir wichtiger, Shakes? Komm schon, Shakes. Wo bleibst du? Ja, die Zeit ist um und wir haben einen klaren Sieger. Ja, Regeln sind Regeln. Wir sollten wohl zusammenpacken, heimfahren und uns ausruhen, oder? Nun, 3 Tage ohne Schlaf sind tatsächlich... Falsch, Devin. Das ist unser Wettbewerb hier. Die Regeln bestimmen wir. Spieltag im Strikerland. Und alle erwarten gespannt die Dein neuester Trick-Preisverleihung heute Abend. Ziemlich klar, wer heute gewinnt, stimmt's? Die Superstrikers haben natürlich Heimvorteil. Nicht das Spiel, Riano. Ich meine doch Dein neuester Trick. Oh ja, Scarra liegt meilenweit in Führung. Da bin ich extra angereist und dann kommt diese Flachpfeife und übertrumpft uns alle. Mir egal, wer gewinnt. Ich bin nur hier für die Aftershow. Party! Ich muss sagen, auch wenn Scarra den Maximo bekommt, ich bin froh, dass der Wettbewerb vorbei ist. Ha, ich auch, Shakes, Kumpel. Ja, ihr beide seid ja völlig abgedreht. Du hast sogar versucht zu rappen. Ja. Was haben wir uns nur gedacht? Ha? Ihr sagt die Tricks, die Triumphe und die Tragödien. Doch 2 Spieler haben sich besonders hervorgetan. Um also nun zu entscheiden, wer den Maximo wirklich verdient, verlängern wir die Teilnahmefrist bis zum Beginn der Preisverleihung heute Abend. Nur keine Sorge, Coach. Und nicht vergessen, eure Klicks entscheiden über den Dein neuester Tricksieger. Also seht euch euren Favoriten so oft an, wie ihr wollt. Was machst du da, Mac? Nichts, Brenda. Sieh nur, das Spiel fängt an. Schönes Aufbauspiel. Und schon ist El Matador gefährlich nahe dem Tor. Wow, ein fesselnder Spielstart. Doch die Fans scheint das nicht zu interessieren. Mir absolut unbegreiflich, Brenda. Ich habe einen Plan, um Shakes abzulenken. Hey! Duma passt zu Scarra. Hey, North. Sieh mal meinen neuesten Trick. Alter! Haha! Herausragendes Spiel vom Stürmer. Aber ein sehr schwacher Torschuss. Perfekt. Ja! Du bist am Zug, Shakes. Ha! Ha, ha, ha. Es geht los. Hier spielt.
diesen Trick solltest du Shakes ablenken, nicht dich selbst. Wie auch immer, unter keinen Umständen bekommt Shakes den Stagliano. Oh, und Lattentreffer. Duma stößt Skara aus dem Weg, nimmt den Ball sicher an und... Los! Ich meine, Tor! Nein! Coach wechselt mich aus? Nein, Shakes, Mann. Jetzt jedenfalls noch nicht. Leute, hört mal. Ich war etwas egoistisch. Viel eher herausragend egoistisch. Okay, es tut mir leid. Aber ich habe eine Idee. Erinnert ihr euch noch an Twisting Tigers Trickabfolge? Klar. Ich habe meinen Kamm immer noch nicht zurück. Also, dank deinem neuesten Trick haben wir ja nun alle neue Züge drauf. Interessanter Neuanfang der Super Strikers. Sie flanken den Ball nach ganz hinten zu den Verteidigern. Kreativität, Planung und eine perfekte Ausführung. Alles klar, Block. Jetzt! Fahrradrolle! Burger Einsatz! Zugreifen, solange er heiß ist! Was? Haha! Oh. Rock'n'Roll! Oh. Rüber zu dir, Shakes! Sollte reichen, Shakes. Ha, gut gemacht. Jetzt haben wir null Chancen zu gewinnen. Und wie es aussieht, war alles völlig umsonst. Was? Das ist doch unfair. Shakes hatte eine ganze Mannschaft zur Hilfe. Herr Skara, unsere Mannschaft würde Ihnen gerne helfen. Wer bist du? Bis später, Bruno. Spannungsgeladene Stimmung hier bei der Dein neuester Trick Preisverleihung. Mac, wäre es möglich, das Kommentieren mal zu lassen? Dürfte ich dennoch einen Kommentar zum fehlenden Skara abgeben? Bei Shakes überragender Führung? Völlig verständlich. Der Stagliano passt zu dir, mein Freund. Ihr seid beide einzigartig. Ich könnte tatsächlich gewinnen. Ich glaube, du meinst, wir könnten gewinnen. Mannschaftstrick, Mannschaftsauto. Ich nehme die Samstage. Ich den Dienstag. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein und freuen Sie sich auf das große Finale von Dein neuester Trick. War übrigens lustig nach dem Spiel. Frau Altivo bot mir ihre Hilfe an für ein neues Video. Verrückt, oder? Werfen wir einen Blick auf die finale Tabelle. Warte, die Wettbewerbsleiterin hat ihr Hilfe beim Wettbewerb angeboten? Sieht aus, als hätten wir einen klaren Sieger. Und glaubst du nicht, dass sie das Angebot auch anderen gemacht hat? Und der Sieger ist... Wow, hey! Stopp die Verleihung! Wow, was? Das ist absolut unüblich, Herr Skara. Verzeiht die Verspätung. Musste ein Taxi nehmen. Denn heute Nacht fahre ich im Stagliano nach Hause. Ich schätze, der Wettbewerb ist noch nicht entschieden. Lad das hoch, Devon. Oh. Hä? Neues Video von Skara? Werd's mir nicht ansehen. Werd's mir nicht... ansehen! Bonjour, Monsieur. Los, brat dir ein Ei, Frettchen, gesichtiger Angeber. Ah, Paris. Man liebt mich hier. Aber egal, hier ist mein neuester Trick. Und den nenne ich den Müll rausbringen. Überirdisch. Jetzt, Skara, super klasse! Paris hin und zurück. In 2 Stunden. Oh, Spezialeffekte. Bist ein Naturtalent. Ja, Bruder, dabei war ich noch nie in Frankreich. Das Einzige, das Altivo interessiert, sind die Zuschauerzahlen. Und siehe da, es funktioniert. Gut gemacht, Devon. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht! Oh.
Sieht aus, als hätten wir endlich einen Sieger. Skala! Und hier ist er, der Maximo Stagliano. Oh. Das passt ja perfekt. Oh, nein! Der ist ja winzig klein. Ich sagte ja, es ist der Prototyp. Sieht aus, als wäre Skala nicht der Einzige, der mit Bildbearbeitung umgehen kann. Klar, Skara hat ein Fake-Video gedreht, aber ich war dieses Mal genauso fake. Tut mir leid, dass ich mich so hab mitreißen lassen. Ich auch. Alles kein gut, Problem, Mann. Shake. Hey, wir lassen uns doch alle ab und an mitreißen, oder? Oh, mein Auto. Ah, Ninja. Deine kleine Benzinkutsche interessiert hier doch niemanden. Bruno! Bruno! Wo bist du, Bruno? Was habe ich getan? Bruno? Ich würde gerne an, wer da kommt. Mir egal, ihr Verlierer. Ich verzieh mich. Sieh dir mal das Auto an, Mounts Mounts. Das ist das süßeste kleine Auto, was ich je gesehen habe. Oh, sieh dir mal das riesige Kätzchen an. Garderobe, holt die extra großen Schlafanzüge. Es laufen die letzten Minuten eines torlosen Spiels hier im Strikerland. Dank der neuen Sandfallenabwehr der Sultans konnten die Super Strikers keinen einzigen Torschuss abgeben. Twisting Tiger, lass uns etwas ausprobieren. El Matador und ich locken die Verteidigung nach hinten und schaffen einen Korridor durch die Sandfalle. In dem Moment spielst du deine Powerflanke. Tiger legt auf. Aber die Stürmer verpassen diese Chance. Einwurf für die Sultans, schnell ausgeführt von Duval. Der große Verteidiger findet Zoom. Ein Konter in Lichtgeschwindigkeit. Da! Tor! Und der Kapitän besiegelt den Sieg der Sultans. Weiterhin eine weiße Weste, Coach. Dank unserer Sandfalle. Twisting Tigers Flanke war die erste Aktion, die unsere Falle durchbrach. Wenn Shakes es schafft, die Flanke anzunehmen, kollabiert die ganze Sandfalle. Aber Scheich, ich gebe schon mein Bestes. Was soll ich denn noch tun? Dir wird sicherlich etwas einfallen, Duval. Aber wir waren so nah dran, die Sandfalle zu knacken. Wie wär's mit einem Kopfball, El Matador? Schon versucht. Tiger, die Flanke höher spielen? In der Luft gewinnt Duval jeden Ball. Klaus, Fallrückzieher? Keine Zeit zum Drehen. Das hast du bereits vorgeschlagen. Lass gut sein, Schatz. Ja, beweg deine Popbacken aus meinem Auto. Ich hau jetzt ab. Sorry dafür, Bruno. Was macht ihr alle noch hier? Jemand ist ein wenig besessen von der Sandfalle. Ihr solltet etwas Distanz zu diesem Problem gewinnen. Vielleicht braucht ihr Jungs mal eine Pause. Eine Coach, was geht? Wie wär's mit einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Dubai? Schon mal Pyramiden gesehen? Pyramiden? Wir fliegen nach Ägypten? Ja, mega! Ägypten, ja? Könnte ein Ort sein, wo man schnell mal verloren geht. Sowas von Block Dude. Ich will sofort diese Dünen reiten. Die Dünen reiten? Sandboarding Shakes. Auch das Surfen der Wüste genannt. Lasst uns erstmal zu den Pyramiden gehen. Da gibt es Schlangen, Falltüren und Mumien. Klaus, Mann, Ägyptens größte Geheimnisse sind die Hieroglyphen, nicht dumme Mythen. Bitte, was könnte besser sein als Kleopatras Beauty-Geheimnisse? Wildhonig, Gesichtsmasken für alle. Auf keinen Fall, zuerst Sandboarding. Museum. Mumien. Also alles schaffen wir nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Heute kann jeder tun und lassen, was er will. Seid einfach spätestens morgen in Dubai. Das ist spitze, danke, Coach. Und seht ab und an in die Gruppe. Oh, nicht noch eine Jetski-Gruppe. So viele nervige Nachrichten. Komm schon, es gibt sogar Super Strikers, Chefs. Das heißt Chiffs, Coach. Ausgesprochen wird es eigentlich GIFs. Ist doch egal, diese Memes sind alle voll alt. Okay, Leute, das beste neue Meme von unserem freien Tag gewinnt. Ihr wollt es wissen. Mann, Leute! Shakes!
Steig ein, Shakesman, bevor du überfahren wirst. Danke, dass Sie mit Anubis-Tours reisen. Unser erster Halt ist nein. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so tun, als wäre die Super Strikers auf meiner Tour zu haben keine große Sache. Es ist eine Riesensache. Mein Name ist Selma und ich fahre euch wohin auch immer ihr wollt. Kannst du uns irgendwas empfehlen mit Mumien oder sowas in der Art? Oder ein Museum mit antiken Artefakten und Hieroglyphen? Ich kenne da was, das könnte euch beiden gefallen. Vor kurzem wurde das Grab von Pharao Nemesis III. Entdeckt. Für die Öffentlichkeit ist es noch gesperrt, aber die Archäologin ist meine Tante. Vielleicht kann ich euch eine Exklusivtour verschaffen. Hey, was ist mit uns anderen? Yeah! Gesperrt für die Öffentlichkeit? Wir wollen mit! Ja, ich will auch das Grab sehen. Denn ich liebe geheime, versteckte Orte, an denen man, naja, verschwinden kann. Na klar. Und wir sind schon unterwegs. Willkommen in der Grabkammer von Pharao Nemesis III. Es war üblich, die Pharaonen mit ihren wertvollsten Besitztümern zu begraben. Als Begleitung im Jenseits, wisst ihr? Ist das nicht faszinierend, Klausmann? Selmas Tante hat's richtig drauf. Hey, Professorin Nasri, könnten wir irgendwelche Speikobras sehen? Mumien? Spannende Erfahren oder sowas in der Art? Die einzige Gefahr ist Dr. Badawi, Leiter der ägyptischen Reliktekommission. Er überwacht ständig das Grab und die Fundstücke, die wir erforschen. Er nimmt die Regeln sehr ernst. Also nichts anfassen! Okay? Diese Hieroglyphen deuten an, dass dieser unerforschte Tunnel zu den größten Schätzen der Grabstätte führt. Unglaublich! Speere? Falltüren? Wow! Sei vorsichtig, Kleiner. Ich würde mich da unten nicht verirren wollen. Ah, neue Mimis von den Jungs. Sandboarding. Extremo. Ah, Wildhonig. Meine Haut hat sich noch nie so gut angefühlt. Ah, Feuerameisen! Dieser Ort ist atembegrabend. Ich wusste, eine Pause würde Ihnen gut tun. Und hier drin haben wir die Wand der Geheimnisse. Hieroglyphen, die noch nicht ganz entschlüsselt wurden. Aber sie vermuten, dass es im alten Ägypten mehr gab als Wissenschaft und Kunst. Unsere Vorfahren wussten auch, wie man Spaß hat. Das ist genau, was wir brauchen, um die Sandfalle... Hey! Keine Blitzlichtfotos! Ganz richtig. Die ägyptische Reliktekommission. Ich hab euch gewarnt. Künstliches Licht schädigt den sensiblen Kalkstein der Wände. Also, keine Fotos. Okay. Sheesh. Hey, was dagegen, wenn ich mir den mal kurz leihe? Was? Hey, der Fußballtyp hat gerade ein Foto von den Hieroglyphen gemacht. Was? Ich sagte doch, keine Fotos. Aber ich habe kein Foto gemacht. Und was ist das? Aber... Die Reliktekommission nimmt diese Art der Schändung äußerst ernst, Mr. Fußball. Sie müssen sich vor den Sicherheitsbehörden verantworten. Mitkommen. Ich kann nicht. Ich habe in ein paar Tagen ein Spiel in Dubai. Jetzt nicht mehr. Nicht solange ich als Beweis das hier habe. Das muss ich Tiger zeigen. Sorry, mein Freund. Was? Bleiben Sie sofort stehen! Nemesis verstand wohl keinen Spaß, wenn jemand an sein Zeug wollte. Hier entlang, Horace. Ja! Oh Mann, dieser Ort ist schlimmer als Sultans Sandfalle. Und härter als das Training von Coach! Nein! Hat jemand Shakes gesehen? Oh, dieser Fußballtyp, der ist schon vor Stunden gegangen. Hä?
was? Wahrscheinlich fand er es nicht so faszinierend wie ihr anderen. Das war interessant, aber... Keine Mumien? Ja, doch cool zu sehen. Oder wenigstens eine Falltür, eine Schlangengrube oder diese Wände, die auf dir zukommen. Aber ich nehme an, dass diese Dinge lediglich ein Mythos sind. Ja! Wow! Sieh an, Mr. Fußball. Jetzt lasse ich dich wohl über die Klinge springen. Klinge? Wie wär's mit über? Den Schatten! Spring! Ach, Oris, du Riesenbaby. Auf dem Weg, Coach Dude. Kleopatras Schönheitsgeheimnisse werden gelüftet. Weiß jemand was von Shakes? Nope. Das ist Shakes. Das ist Shakes, wenn er zu einer Chetski-Gruppe hinzugefügt wird. Ich weiß nicht, ob Shakes Chetski ignoriert. Oder ob er verschollen ist und wir uns Sorgen machen sollten. Ja, Shakes weiß, was er tut. Chetski zu ignorieren ist die beste Art, befreit zu leben. Was auch immer, Dude. Das ist das älteste Relikt, das ich heute gesehen habe. Warum halten wir hier an? Badawi! Mumie! Da ist er! Oh nein! Tut mir leid! Die! Das ist nicht das, wonach es aussieht! Jetzt stiehlt er das Eigentum der Reliquienkommission! Ach, du Angsthase! Das gibt's nicht! Selma! Shakes? Hey! Du hast ein Wasserflugzeug? Ich sagte doch, ich bringe euch über... Starte den Motor! Starte den Motor! Hey, Dude! Brauchst du Hilfe? Und Abflug! Zieh hoch! Zieh hoch! Bis jetzt habe ich es geschafft, die zwei schlimmsten Dinge zu vermeiden. Jetskis und Jetskis. Und? Möchtest du mir noch verraten, was passiert ist? Also, es begann alles in der Gruft. Jemand hat mir dieses Foto untergejubelt. Dieser Dr. Badawi-Typ hat mich durch die Tunnel gejagt. Speere, Falltüren, ein menschlicher Schädel. Ein bissiger Hund war mir auf den Fersen. Ein Versteck in einem Sarkophag. Daher muss ich diesen Spielzug üben und rechtzeitig in Dubai sein für das Spiel gegen die Sultans. Gerade hast du den ägyptischen Luftraum verlassen. Das ist gut, oder? Ja, jetzt bist du ein international Gesuchter. Augenblick. Moment mal. Der Treibstoff ist alle... Kann man denn auf Land... landen? Wir nennen unsere Kamele die Schiffe der Wüste, denn die Sanddünen sind wie Wellen. Dann hatte Norf recht. Sandboarden ist wie Surfen! Surfen auf Stein! Ah, die arabische Wüste. Wunderschön. Und doch? So gefährlich. Aber ihr habt Glück. Der alte Benny hat schon alles gesehen. Okay, also das ist neu. Und Shake so. Oh, verlass uns doch nicht! Chetski löscht dich automatisch aus einer Gruppe, wenn du zu lange nicht reinschaust. Ärgerli? Jungs, schaut euch das an! Ha, das ist ja mal ein lustiges Mimi. Nein, Coach, das gibt's wirklich! Das ist doch Wahnsinn! Oh Mann! Wir müssen ihm helfen! Yeah. Aber wenn wir ihm helfen, machen wir uns mitschuldig. Die Behörden würden uns einsperren. Außerdem, wie sollen wir ihm helfen, wenn wir ihn nicht mal finden? Also bleibt uns nur warten? Jungs, hier steht, dass er lediglich ein Foto gemacht hat. Er kann nicht in ernsten Schwierigkeiten sein. 4 Stunden? Maximal 5.
Horace? Scheint, als hätte unser Flüchtiger neue Freunde gefunden. Ich denke, es kann wirklich funktionieren, aber ich muss diesen Spielzug noch üben, wenn wir die Sandfalle bezwingen wollen. Und außerdem muss mein Kamel Energie tanken. Vielleicht ein Nickerchen? Los, komm, wir sind gleich da. Nicht möglich. Das ist genau, was ich brauche. Cool, ich finde heraus, wie wir nach Dubai kommen. Triff mich dort in einer Stunde. Spitze, wir sehen uns. Du brauchst echt etwas Schlaf. Oh, und... ein Minzbonbon. Es bringt nichts ohne die Powerflanke. Mr. Fußball. Okay, Dr. Badawi. Sie haben mich. Das ist korrekt. Niemand entkommt der ägyptischen Relikte, Kommissar. Hey! Schon wieder, du Feigling. Wow, das ist mal richtig hoch. Ich lasse Shakes in der Aufstellung. Wenn ihn was aus der Deckung hervorholt, dann ist das ein Fußballspiel. Gute Idee, Coach. Shakes war mit der Powerflanke von Twisting Tiger im letzten Spiel an etwas dran. Versuchen wir es erneut. Strikers, es liegt an euch, die Sandfalle zu bezwingen. Verstanden, Coach. Das schaffen wir! Für Shakes! Yeah. Yeah. Für Shakes! Gute Idee, Shakes freien Tag etwas zu verlängern, Duval. Oh, Ägypten war spitzenmäßig. Ich war einer der Ersten, der das Grab von Pharao Nemeses gesehen hat. Ja klar, Lulatsch. Es ist eigentlich für Besucher geschlossen. Und das sollen wir dir jetzt glauben, oder was? Hm. Ich kann's beweisen. Ich habe Fotos. Okay, Jungs, hier kommt die Powerflanke. Tiger bringt die Flanke rein. Aber die Sturmspitze kommt einfach nicht ran. Duol klärt und Zoom nutzt diese Chance. Aber er ist zu flink für Big Bow. Und die Sultans strafen die Superstrikers direkt ab. Das bringt doch alles nicht. Wir haben keine Chance, die Sandfalle zu knacken. Ich geb's ungern zu. Hä? Shakes, Dude! Wo warst Wir du, Mann? Wir haben uns Sorgen gemacht. Was ist denn passiert, Mann? Du brauchst Kleopatras Beauty-Geheimnisse. Ein Krokodilei. Revitalisiert dein Haar. Safranöl für strahlende Haut. Und kann der Mann ein sauberes Trikot bekommen? Hier hast du. Stopp! Ich weiß jetzt, wie wir die Sandfalle schlagen. Shakes! Captain, denk mal an die Führung. Die alten Ägypter waren nicht nur Meister der Kunst und der Wissenschaft. Sie wussten auch, wie man Spaß hat. Die Hieroglyphen sind erstaunlich, Shakesman. Aber worauf willst du hinaus? Im alten Ägypten wurde auch Fußball gespielt. Das ist ein Spielzug. Hä? Oh, komm schon. Ich weiß nicht. Das wird niemals klappen. Vertraut mir. Alles, was ich brauche, ist Tigers Powerflanke. Haben wir schon versucht. Epic Fail. Ja. Wird dann ein Meme. Das war dann vorhin das Kontertor. Das war echt schlimm, Shakesman. Ich war wirklich bei einer Exklusivtour von einer berühmten Professorin und allem drum und dran. Seht ihr es? Nö, das können wir nicht. Halt die Fotos tiefer, du Vollpfosten. Das ist nur ein Typ mit Mütze und Sonnenbrille. Ja, meine Mütze und meine Brille. Sie sind in meinem Spind. Hm. Shakes ist zurück! Und bringt hoffentlich neuen Schwung in die zweite Halbzeit. Aber er braucht schon etwas mehr als nur Schwung, um die Sandfalle zu durchdringen, Brenda. Das ist der Typ. Verhaften Sie ihn. Super League-Regel 7.94. Unterbrech niemals ein Spiel. Komm schon, Tiger, du musst die Powerflanke spielen. Du bist nicht bereit, du hast 4 Tage Fitnesstraining verpasst. Ich hatte ein krasses Fitnesstraining. Powerflanke! Hast du eine Ahnung, wie beweglich du sein müsstest? Glaub mir, die letzten Tage waren Dehnübung genug. Sorry, Shakes. Powerflanke! Shakes, so ein Zug muss tagelang trainiert werden. Und zwar mit der richtigen Unterstützung. Oh, ich hatte Unterstützung. Du hast den Spielzug auf dem Meer gelernt? Nicht ganz. Los, komm, gleich noch einmal.
Ich denke, das reicht jetzt. Nochmal. Okay, jetzt sind wir aber definitiv fertig. Nochmal. Nochmal? Okay, Shakes. Auf deine Verantwortung. Ja! Schlussendlich fällt die Sandfalle wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Vielleicht eher wie eine Sandburg, Matt. Es hat funktioniert. Ja, ich bin eben großzügig. Shakes, du hattest Drängende Moves, Bruder. Das war beeindruckend, Shakes, Mann. Du hast es voll drauf. Danke, Jungs. Aber ich habe euch nicht erzählt, wie ich an das Foto kam. Zeit, sich der Verantwortung zu stellen. Mr. Fußball. Selma hat ein wenig Detektivarbeit geleistet. Sie wurden reingelegt. Der Typ bei der Führung war Duval? Yep, die Sachen hier habe ich in seinem Spind gefunden. Geben Sie sie uns. Das ist jetzt eine Sache der Super League, Regel 52.374. Leg dich in deiner Freizeit nicht mit den Gegnern an. Coach, kennst du schon... Kennen? Ich habe sie schon zur Chatsky-Gruppe hinzugefügt. Schwebe wie ein Schmetterling, tritt wie ein Skorpion. Klassiker! Du und Selma gewinnt die Meme-Challenge, Shakes Dude. Die neuen Mimis sind so lustig. Ach, Coach, nennen Sie doch in Zukunft einfach Mir Mir, denn das ist ein Foto mit mir. Das ist mit mir, mir, mir. Das ist mit mir und meinen 10 Ziegenmilch getaucht. Mir, 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 mir. Ja, mir, mir, Duval war wirklich in Ägypten. Was? Warum darf er immer die coolen Sachen machen? Ha, manche Leute haben einfach immer Glück. Stopp! Aus! Lass das! Stopp! Es sind noch 2 Minuten in diesem Halbfinale. Und Technicali kontrolliert das Spiel. Oh, ein Überraschungsangriff von Twisting Tiger. Und damit die erste Chance für die Super Strikers, ein Tor zu erzielen. Die Shakes versemmelt. Jetzt gegen Saisonende tut er sich wirklich schwer, Mac. Er sieht einfach fertig aus. Fertig ist seine Mannschaft jetzt auch. Und Technicalis Siegesserie lässt sie nun ins Super League-Finale einziehen. Tony, du Genie, hast es ja voraus gesehen. Technicali wird der Pokal wundervoll stehen. Wir sind im Finale! Oh nein! Das Spiel ist aus. Gehen wir. Was ist da Agenten los? Agenten der Super League schwärmen aufs Spielfeld. Herr Byrne, Technicali ist offiziell disqualifiziert. Dank der Nutzung leistungssteigender Nanotechnologie. Oh, bitte! Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Minicomputer in den Hirnen der Jungs. Zur Verbesserung ihrer sportlichen Fähigkeiten. Aber... Wie habt ihr das rausgefunden? Anonymer Hinweis. So ein Rumschnüffel der Wichtigtour hat mich wohl verpfiffen. Die Super Strikers gewinnen durch Disqualifikation. Wow, was? Echt jetzt, Mann? Aber warum mussten wir das ganze Spiel spielen? Uns liegt die Analyse erst seit 20 Minuten vor. Super League Regel 7.94. Nie ein Spiel unterbrechen. Bereitet euch auf das Super League Finale im Weiß vor. Hat sich das Training doch ausgeteilt. Dabei waren wir eigentlich schon raus. Hurra. Kann's kaum erwarten. Super League Finale, wir kommen! Du sagst es, Block. Aber Coach, können wir es mit Iron Tank aufnehmen? Ja, manche von uns waren zuletzt nicht in Höchstform. Ich weiß, ihr meint mich. Und ja, ich habe grottig gespielt. Aber warum ist das so wichtig? Für was spielen wir eigentlich? Wir spielen für uns, die Fans. Das Gefühl bei einem Sieg. Die gut bezahlten Werbeverträge. Gut, ja klar. Das hat mich natürlich auch motiviert. Aber jetzt, wo ich so mies spiele, fällt mir kein Grund mehr ein, weiterzumachen. Oh, Coachman. Vielleicht sollte Shakes dieses Mal aussetzen. Der Druck ist zu groß für ihn. Und es geht immerhin ums Finale. Wir müssen dem ins Auge sehen. Der Dude kommt gerade nicht klar. Hört mal, Männer. Wir werden Shakes nicht auf die Bank setzen, nur weil er gerade schlecht spielt. Er war die ganze Saison über an allen Erfolgen beteiligt. Jetzt ist es an uns, ihn zu unterstützen. Er wird also am Wochenende in der Startelf auflaufen. Das Einzige, das wir beim Finalspiel beherzigen müssen, sind die 4 Säulen des Fußballs. Können, Training, Strategie und
Zusammenarbeit. Also, raus da und spielt euch die Seele aus dem Leib. Zusammen! Yeah. Das geht vorbei, Shakes. Einfach nach vorne blicken. Danke, Coach. Ich gebe alles, aber ich glaube, das hier wird mein letztes Spiel. Iron Tank hat sich seinen Platz im Finale hart erkämpft. Und die Super Strikers scheinen für den epischen Kampf bereit. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Fantastisches Kombinationsspiel der Super Strikers. Los doch, gebt ihm eine Chance. Oh, er ist beim Torschuss in Rücklage geraten. Der Kopf hätte über dem Ball sein müssen. Anfängerfehler von Shakes. Irgendwas stimmt nicht mit Shakes. Vielleicht braucht er nur Aufmunterung. Shakes, auf! Du hast es echt drauf! 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 Hey, Mann. Schön, dass du wieder bei uns bist. Haben wir gewonnen? Verloren, Dude. Mach dir keine Sorgen darüber. Ja, du hast echt größere Probleme. Ruh dich aus, Shakes, Mann. Probleme? Von was sprichst du denn da, Teig? Hä? Handschellen? Als nach deiner Gehirnerschütterung ein Scan angefertigt wurde, fanden die Ärzte leistungssteigernde Nanotechnologie. Wie bei Technicali? Dude, vielleicht bist du ja nicht schuld. Ja, jemand könnte ihm das ins Essen getan haben. Hast du vor dem Finale irgendwas Seltsames gegessen oder getrunken? Leute, wer glaubt denn bitte, dass ich meine Leistung gesteigert habe? Ich habe so schlecht gespielt wie noch nie. Man glaubt, dass du deswegen betrügen wolltest. Und was jetzt? Du wirst dich vor dem Super League Disziplinarrat verantworten müssen. Sprechen sie dich schuldig, wirst du lebenslang gesperrt. Krass, aber ich bin unschuldig, also wird das auch bewiesen. Stimmt's, Männer? Ich weiß nicht, Mann. Die Beweise sind ziemlich erdrückend, Shakes, Mann. Hey, der Patient braucht Ruhe. Raus mit euch, alle zusammen. Und jetzt entspannen Sie sich, Herr Shakes. Sehen Sie etwas fern, in Ruhe. Ich wusste immer, dass der Versager dem braven Jungen nur spielt. Wir haben ihm alle vertraut. Ich fühle mich so... betrogen! Super League! Lächerlich! Shakes ist ganz klar unschuldig! Super Strikers, das Musical! Jetzt mit brandneuen Liedern über Shakes tragischen Absturz. Und woher wissen wir, dass Shakes schuldig ist, Dr. Tonya Verona? Das Athletech-Labor hat sein Gehirn gescannt und die Bilder lassen sich nicht wegleugnen, Lena. Scheint, als müsse Shakes jung und in Schande zurücktreten. Tonya Verona sieht sehr aus wie Tony Verne. Vielleicht gibt er mir die Schuld und das ist irgendeine Art... Rache. 4 Uhr morgens, Vordereingang, Lagebericht. Alles ruhig, Boss. Hintere Feuerleiter. Alles ruhig. Innere Absicherung. Der Vogel sitzt im Käfig. Leute, könnt ihr mal ruhig sein? Ich versuche, hier auszubrechen. Vergiss es, Shakes. Es führt kein Weg hier raus. Der Vogel ist ausgeflogen. Wiederhole, der Vogel ist ausgeflogen. Carving, Triton. Oh, versehentlicher 360. Probier den Pudding, der ist köstlich. Oh, oh. Au. Alles klar. Er sitzt in der Falle. Südliches Treppenhaus. Das Spiel ist aus, Shakes. Tut mir leid, wenn ich euch enttäusche. Aber das Spiel hat gerade erst begonnen. Der Vogel hat das Nest verlassen. Ich würde das sauber machen, bevor der Chef dich so sieht. Er ist köstlich. Also, Folgendes wissen wir bislang. Der Flüchtige hat 2 Stunden Vorsprung. Er ist schnell, fit und es ist seine Heimatstadt. Doch Shakes ist nicht nur irgendein Sportler, der zu weit gegangen ist. Er ist ein weltbekannter Star und kann sich entsprechend schwer verstecken. Öffentliche Verkehrsmittel sind für ihn keine Option.
Er wird Hilfe brauchen von Leuten, denen er vertraut. Die Superstrikers, die sind wie Brüder für ihn. Wir kümmern uns darum, aber die sind nicht sein erstes Ziel, so offensichtlich. Regel 43.6, alle Agenten tragen schwarze Anzüge. Verzeihung, Chef, er war heute Morgen in der Reinigung. Ich ließ ihn im Auto und weg war er. Also trägt der Flüchtige einen schwarzen Anzug, frisch gereinigt und etwa zwei Nummern zu klein. Worauf wartet ihr? Eine persönliche Einladung? Ab mit euch! Los, los, los! Findet ihn! Ich will ja nichts sagen, aber warum trägt er keinen schwarzen Anzug? Spezialagent John Hackett kriegt seinen Mann immer. Wenn du mal so gut bist, stellst du deine eigenen Regeln auf. Shakes ist unschuldig Aufsteller, abgehakt. Shakes ist unschuldig Online-Petition, abgehakt. Shakes ist unschuldig Nervennahrung, abgehakt. Shakes ist unschuldig, Punkt. Kumpel! Shakes! Ich dachte, du wärst schon aus der Stadt. Ich wurde reingelegt und ich bin ziemlich sicher, Dr. Tonia Verona, oder sollte ich sagen Tony Verne, hat etwas damit zu tun. Betrug und Technologie? Das muss Tony sein. Super League-Agenten! Schleicht euch bei Athletech rein, findet Beweise für meine Unschuld und ruft mich an, wenn ihr Tony Verne demaskiert habt. Dich anrufen? Ich will Tonys Gesicht sehen, wenn ihr ihn überführt. Ihr habt genau 3 Sekunden, um die Tür zu öffnen. Oder es gibt keine Tür mehr. 1, 2, 3. Wir suchen nach Shakes. Der Shakes? Hier in meiner kleinen Wohnung? Sehr unwahrscheinlich. Naja, also ja, er war hier. Wuhu! Los, Shakes! Sorry, bin fertig. Beeilung, los, bewegt euch! Kumpel, du verhinderst gerade meine wunderschöne Flucht. Shakes! Der Vogel ist nicht im Fahrzeug. Nach einem spektakulären Krankenhausausbruch befindet sich Shakes auf der Flucht. Verfolgt von Spezialagent John. Hey, Vanessa, ist das nicht unser Haus? Oh komm, sei doch kein Doofkopf, Terry. Er ist es! Wow! Auf, Shake! Das Geheimnis beim Grillen ist lediglich, dass man nie die Augen... Muss kurz durch! Hey, mein Hühnchen! Sorgt Tony Vernes Nanotechnologie dafür, dass Shakes schneller rennt? Schwer zu sagen, aber in der Verfolgungsjagd liegt er weiter vorn. Hey, ihr da! Ja, Mann! Wo wollt ihr ohne eure Besuchspässe hin? Ohne die Dinger kommt ihr nicht in alle Laboratorien hinein. Danke. Einen Augenblick mal noch kurz. Jeder dieser Pässe berechtigt euch zu einem gratis Cappuccino im Café. Den Teil vergesse ich jedes Mal. Endstation, Shakes. Kommt schon, den Beweis bräuchte ich nun echt dringend. Kumpel, Spencer, Fran! Du wirst nicht glauben, was wir hier haben, Shakes. Was, Spence, was? Gratis Cappuccinos! Ich muss zugeben, du bist schnell unterwegs, Freundchen. Aber jetzt wird jeder Zeuge, wie wir dich einbuchten. Mach schon, Shakes. Jetzt haben sie ihn echt erwischt. Aber es ist besser, wenn sie ihn mitnehmen, oder? Zumindest ist er nun außer Gefahr. Was? Hältst du das für einen Witz? Wir haben dich umzingelt. Ihr seid nicht von hier, oder? Aber ich bin hier aufgewachsen. Meine Grundschule liegt direkt ums Eck. Und wo hat mein Vater mir den Fallrückzieher beigebracht? 2 Häuserblöcke entfernt. Absolut niedlich, Freundchen. Du scheinst es nicht zu kapieren. Unser Heim Vorteil. Und der alte Jimmy, der Schulbusfahrer, ist ein echter Garant für Pünktlichkeit. Nein! Chipperson, Johnson, Kowalski. Shakes, da ist er. Alles klar. Und der Scan ist sauber. Shakes ist unschuldig. Oh, hallo. Tonya Verona. Oh, jetzt geht's los. Was sagt man dazu? Berühmter Fußballstar, aber sich nicht zu schade für eine Gratisfahrt.
Lass dich von denen nicht unterkriegen, Shakes. Danke, Jimmy. Ah, genau rechtzeitig zur Hauptvorstellung. Dr. Verona. Oder wie sie sich auch nennen. Sag doch Tonya zu mir. Wie kann ich helfen? Mit der Wahrheit, Tony Ver. Oh nein. Das tut uns wahnsinnig leid. Sie sind kein verkleideter Tony Byrne? Ihr klingt etwas enttäuscht. Ich vermute, das hat etwas mit Shake Scans zu tun. Naja, warum haben Sie der Super League etwas von Nanotechnologie erzählt, wenn der Scan absolut sauber ist? Denkt daran, es handelt sich um Nanotechnologie. Wow. Die Bots verschaffen sich Zugang zur Medulla Fusbalata und verbessern dort sämtliche sportlichen Fähigkeiten. Die haben Sie rausgenommen, richtig? Genau. Und sie der Super League als Beweismittel überlassen. Tut mir leid, Kumpel. Aber wir geben nicht auf, Shake. Danke, Leute. Ihr habt echt alles versucht. Ach. Komm nach Hause, Shakes. Wir sorgen uns. Komm nach Hause, Shakes. Wir sorgen uns. Komm nach Hause, Shakes. Wir sorgen uns. Besondere Aktivität? Nein, nur das traurigste Grillfest, das ich je bespitzelt habe. Leute, stellt euch vor, wie er sich da draußen fühlen muss. Ganz alleine. Er braucht uns, Coach. Ich weiß. Als Mannschaft müssen wir ihn unterstützen. Und das tun wir am besten, indem wir der Behörde helfen, ihn sicher zurückzubringen. Er bekommt eine faire Verhandlung und ich stelle sicher, dass er nicht verletzt wird. Hey, seit wann gibt es zwei Twisting Tigers? Shakes, komm zurück! Ihr habt mich alle betrogen? Nein, Shakes, Mann, das stimmt so nicht. Es geht um deine Sicherheit. Jetzt zu flüchten bringt dir... Spitze! Heftiger Sprung! Ja, los, Shakes! Der Bruder hat's immer noch drauf. Mein Motorrad, er hat meine Schlüssel. Nanobots von Dr. Verona. Und jetzt geht's zurück. Nein. Aber ich bin unschuldig! Ich will nicht mit dir kämpfen! Dann hättest du im Bett bleiben sollen. Warte, Shakes. Ich kann dich für den Rest deines Lebens verfolgen. Aber du wirst dich fragen müssen, vor was du davonläufst. Vor dir natürlich! Du weißt, was ich meine. Du hast dich an Nanotech versucht, aber die kleinen Teile können dir nicht zurückgeben, was du verloren hast. Und zwar deine Liebe zum Fußball. Ein klassischer Fall von Burnout. Vielleicht solltest du weiterziehen. Werde Kommentator. Spieltag im Strikerland. Oder wir vermitteln dir eine Stelle im Super League Hauptquartier. Der Vogel ist jetzt bei uns. Du wärst ein verdammt guter Agent, Freundchen. Ich? Mit deinen Fähigkeiten lernst du die vier Säulen des Agentendaseins im Schlaf. Hervorragendes Können, Trainingsbereitschaft, ausgefeilte Strategie und... Zusammenarbeit? Die wollten dich nur schützen, Freundchen. Jetzt komm. Zeit für einen Neuanfang. Danke, aber ohne selbst zu spielen, ist Fußball für mich sinnlos. Es einfach nur auszusprechen tut gut. Es ist vorbei! Scheint, als würde dich nicht mehr viel im Strikerland halten. Ja, sogar Coach und die Jungs glauben mir nicht. Hey, was, wenn ich sage, dass ich dich nicht erwischt habe, du es nicht geschafft hast? Okay. Unter der Voraussetzung, dass du verschwindest und nie wieder Fußball spielst.
Geht klar. Kannst du Big Bo seinen Motorradschlüssel zurückgeben? Alles klar, Freundchen. Beschäftigt oder hilfst du mir, Dad? Hä? Du hast doch Fußball gespielt, oder? Das ist schon alles sehr lange vorbei. Aber du sagst mir immer, ich soll niemals aufgeben. Gut, spiel mir den Ball zu. Ja! Wow, toll! Ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Dad, den Fallrückzieher! Oh ja, spring von deinem Schussfuß ab. Nur einen Versuch und der klappt! Wenn du zusammenstößt, Flachpfeife. Alles klar bei dir, Bruder? Ihr habt mich gar nicht verstoßen? Wovon redest du da, Shakesman? Du hast gerade echt einen abgekriegt, Kumpel. Normale Pupillenreaktion. Hast du Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit? Es ging mir nie besser. Wunderbar. Keine Gehirnerschütterung. Sicher, dass du nicht lieber auf die Bank willst? Mir geht's gut. Mir ist wieder eingefallen, wofür ich spiele. Die fünfte Säule des Fußballs. Fünfte? Ja. Spaß! Dank des Unentschiedens bleibt Iron Tanks Verteidigung weithin und hofft auf das Elfmeterschießen. Captain, hierher! Doch Shakes stürmt reißend nach vorne. Er ist in der schlechtesten Form seiner Karriere, aber grinst, als hätte er Geburtstag. Wow, Colonel. Training. Strategie. Und Zusammenarbeit! Die Super Strikers haben das Super League-Finale auf spektakuläre Art gewonnen! Du hast den Schalter echt nochmal umgelegt, Shakes, Bruder. Mann des Tages, Shakes! Er ist zurück! Tja, da lag ich wohl falsch, Shakes, Dude. Du kommst wohl doch ziemlich gut klar. Kam nie klarer. Und, wird es dein letztes Spiel bleiben? Auf keinen Fall. Obwohl du ausgebrannt warst? Ja, Shakes, du warst so, ich bin fertig mit Fußball. Wir dachten schon, du würdest aufhören. Quatsch, Leute, warum sollte ich aufhören? Ich spiele, was ich seit meiner Kindheit geliebt habe. Es liegt mir im Blut und nichts anderes zählt. Was? Von 4 Super League-Spielen hast du 4-mal den Titel Man of the Match bekommen. Wie fühlt es sich an, im Rampenlicht zu stehen, Max Power? Nun, Rob, ziemlich mies, ehrlich gesagt. Aber warum das, Max? Ich fühle mich, als hätte ich Skarrow den Platz geklaut. Für seine Verletzung kann er ja nichts. Als hätte ich ihm den Platz geklaut. Ha! Mir egal, Schmuck. Durch meine Verletzung kann ich wenigstens Leuten helfen, die es brauchen. Megastars mit Mini-Verletzungen? Vince hat riskiert, mich für Invincible spielen zu lassen. Ich will ihn jetzt nicht enttäuschen. Oh, das wirst du ganz sicher nicht, Max. Obwohl die Konkurrenz nicht zu unterschätzen ist. Machst du dich gerade lustig? Nun, mit 5 Auszeichnungen ist der einzige Spieler, der diese Saison öfter Man of the Match war, Shakes von den Super Strikers. Shakes ist der Größte! Dann wird es Zeit, dass er sich für sein Geld etwas bewegt, oder? Oh, es wird Zeit. Jetzt mal ehrlich. Max, wie schaffst du es, 90 Minuten so durchzuhalten? Ein Zauberer verrät doch seine Tricks nicht, Rob. Shakes, ab nach Hause. Ja, klar. Wir haben verstanden, Shakes. Er kämpft mit dir um the Man of the Match. Aber Dude, du bist besessen. Was? Wie soll ich rausfinden, wie er das macht, wenn ich nicht etwas nachforsche? Etwas nachforschen? Ja, Shakes, du übertreibst diese Rivalitätsgeschichte wirklich komplett. Was? Shakes, Mann, warst du etwa die ganze Nacht hier? Du warst wohl sehr beschäftigt. Ich glaube, du hast ein Problem, Shakes. Ich weiß, ich weiß.
Das sieht vermutlich sehr nach Stalking aus. Ach was, wo hast du das ganze Zeug überhaupt her? Hast du seinen Müll durchwühlt? Durch ihren Müll kann man sehr viel über Menschen lernen, okay? Locke hat recht. Warum ist dir dieser Konkurrenzkampf so wichtig, Shakes? Na, ich sammle doch nur ein paar Informationen über ihn. Wenn du unbedingt was sammeln willst, warum sammelst du dann nicht die Super League-Klebetattoos? Die gibt's für Oma zu den neuen Berserker-Kaugummis. Blocks Oma hat ganz viele aus Breslovien geschickt. Ja, schmeckt wie ein altes Pflaster. Und die Tattoos sind saulahm. Wenige Fälschungen. Die sehen uns nicht mal ähnlich. Shaky! Immerhin haben sie deine Frisur verschönert. Boah, El Martachon, das ist nicht lustig. Las Guido? Schon besser. Hey Klaus, hier ist nichts drauf. Oh, das ist Invisible United. Äußerst selten. Aber die verwenden irgendeinen seltsamen Industriekleber, der sich nicht ablöst. Ich habe etwa 20 Minuten geschrubbt. Das ist doch gar nichts. Seht euch mein Bein an. Meinen Rücken. Mein Po. Wow, wow. Wenn wir gegen Invincible United eine Chance haben wollen, müssen wir unsere Nachforschungen als Team anstellen. Die letzten Minuten sind angebrochen. Palmentieri's Samba-Stil wirkt hier überfordert. Während der neue Stürmer von United seinem Namen alle Ehre macht. Max Power. Ha. Eingeladen 23. Angenommen noch 0. Die Verteidigung kommt ihm einfach nicht hinterher. Nicht mal die eigenen Teamkollegen. Und er hat noch genug Kraft übrig für einen akrobatischen Siegestanz. Und the man of the match ist Max Power. Die 5. Auszeichnung in 5 Spielen für den neuen United-Stürmer. Ein Naturtalent, Mac. Ha, jeder kann Man of the Match sein, wenn er die ganze Zeit den Ball an sich hält. Halt dich zurück, Scar. Was? Hältst du jetzt zu dem fröhlichen Grinsejungen da? Hey, Rudy, hatte mich auch verletzt früher. Absolut frustrierend. Du hast so eine Wohltätigkeitssache am Start? Eine Sensibilisierungskampagne, um die Leute zu sensibilisieren für leidende Menschen wie mich. Klingt großartig. Da mache ich mit. Cool, was auch immer. Sehr clever, ihn zu beruhigen. Nur sei vorsichtig. Davon darf niemand erfahren. Nicht einmal Scara. Keine Sorge, alter Knacker. Ich hab's geschnallt, Babu. Dank Max Powers enormer Ausdauer gewinnt United ihre Spiele in den letzten 10 Minuten. Wir müssen nun herausfinden, wer es am ehesten mit ihm bis zum Ende aufnehmen kann. Aber Coach, wo ist Dancing Rasta? Prof nennt es den maximale Aktivität-Emulator zum Durchstarten. Ich bevorzuge jedoch Durchhaltinator. Super Sache, Coach Mann. Fast wie tatsächlich zu spielen. Aber was ist mit... Den Gegnern? Ah, ja, genau. Nicht reinlaufen. Oder du verlierst Punkte. Und wenn du nicht mehr kannst, auf Stopp drücken. Mein Zeh! Süßer Theodor, dein winziges Näckelchen ist gebrochen. Verzeihung bitte, muss kurz durch. Zu langsam. Mir leid. Wow, läuft doch. Wie war das, Coach? 76 Minuten Höchstgeschwindigkeit, doch. Bis 90 ging es dann konstant abwärts. Genau da hatte Max immer seine Vorteile. Keine Sorge, Männer. Ich bin da dran. Männer, helft mir und Theodor. Dude, du klingst wie Scaras erbärmliche Sensibilisierungskampagne. 24, 5 je und 5 Spiele in 24 Stunden. Um auf Megastars mit Mini-Verletzungen aufmerksam zu machen. Klingt nach einem guten Zweck, oder? Das machen wir da auch. Negativ, El Mata Dude. Max Power und andere Super League-Spieler sind dabei. Denen wünsche ich mal viel Glück. Oh, kommt schon. Lasst mich und Theodor nicht alleine gehen. Jungs? Shakes? Mega-Egos von Mini-Relevanz? Nein, danke. Deswegen ist dir der Titel Man of the Match so wichtig. Er ist immer bei mir.
Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher, sagte dein Papa immer. Vielleicht hat El Matador ja recht. Freunde dich mit dem Mann hinter den Pizzakartons an und schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Hä? Shakes? Wow. Hätte nie gedacht, dass ich mich sogar irgendwie freuen würde, dich zu sehen. Hoch mit dir. Pass doch auf, Torfgehirn. Aber Scarra, ich hab sowas doch noch nie gesteuert. Jeder muss hier Opfer bringen, Dingan. Denk dran, es ist für einen guten Zweck. Nicht schlecht, Bouncy. Ist auf jeden Fall für einen guten Zweck. Shakes, huh? Du bist gekommen und triffst endlich den Typen, den du seit den letzten 3 Wochen stalkst. Hi. Niemals verkehrt, den Gegner zu studieren, nicht wahr? Bislang noch nicht. Nicht schlecht, Kollege, nicht schlecht. Okay, Kampagnen-Kompagnons, erstes Spiel vorbei, 23 Folgen. Holt euch einen Snack und kehrt frisch gestärkt zurück. Oh Gott, Shakes, willst du den Burger mit Käse oder den mit Ananas? Hä? Hau rein, Brudi. Hey, danke. Vergiss es. Aber isst du nicht immer 2? Ja, normal einen doppelten, aber heute... Hey, woher weißt du das? Aus der Klatschpresse? Ha, ja, ich hau ordentlich rein. Durchs Rumrennen verbrenne ich viel, aber heute lass ich's mal gechillt angehen, klar? Du sparst deine Energie auf? Ist das so ein Trick, um Ausdauer zu entwickeln? Oho, wüsstest du wohl gerne. Tauschen wir doch. Ich zeig dir meinen berühmten Fallrückzieher. Ernsthaft, Kollege? Mein Ehrenwort. Alles klar, gut. Ist alles ganz einfach. 3 Dinge musst du beachten. Körperhaltung, Atmung, Schrittlänge. Dein Körper muss komplett gerade sein. Stell dir eine Schnur vor, die dich nach oben zieht. Dann kommt das Atmen. Gleichmäßig und tief. Nach unten in den Bauch. Und zuletzt Schrittlänge. Dein Fuß muss genau unter deinem Körperschwerpunkt liegen. Das war's schon. Ha! Solche Flöten machen einen auf beste Freunde. Ja. Shakes, du kannst dich nicht mit dem Gegner verbrüdern! Ja, Max. Wo bleibt die Loyalität? Komm schon. Nee, Brudi, ein Spiel reicht mir. Was? Vor dem Spiel nächste Woche darf ich mich jetzt doch nicht auspowern. Du kannst nicht gehen. Sorry, Kollege, ich muss... Oh. Dingan! Oh nein. Oh nein. Leute, bitte, zieht mich hoch. Jeder kämpft für sich allein. Shakes, hilf mir, Brudi. Hab dich, Brudi. Hä? Komm schon. Spring. Verrückte Bohr! Du hast mir gerade das Leben gerettet. Und du mir meines auch. Eigentlich schade. Ich hatte gerade angefangen, die Aussicht zu genießen. Hey, Vorsicht, ihr Knallköpfe. Es geht um Mini-Verletzungen, klar? Und? Hältst du deinen Teil der Abmachung ein? Oh, klar, das Fahrrad. Es ist einfacher, als es aussieht. Mit dem Fuß abspringen, mit dem du schießt, Parallele zum Boden bilden und Schuss! Nur ein Versuch und der klappt. Von Dad gelernt. Und deine Familie, auch Fußballer? Hey, sogar meine Omi. Auf der SL4000X. Die zockt alle ab. Na, hast du aufgegeben, Shakes? Haha, weißt du noch deine Himalaya-Höhentrainingstheorie? Damit lagst du wohl falsch. Er wurde erschaffen von wahnsinnigen Wissenschaftlern!
Falsch. Am besten fand ich, er trinkt einfach sehr viel Kaffee. Tatsächlich stimmt gar nichts davon. Max hat sich mir geöffnet. Es geht nur um Körperhaltung, Atmung und Schrittlänge. Also seid ihr jetzt super beste Freunde? Ja, die haben Geheimnisse ausgetauscht und Sonnenaufgänge angesehen und so. Hey, Shakes, wer ist das? Mein Dad. Hatte einen krassen Fallrückzieher drauf. Aber egal, es wird Zeit, Max Power den Saft abzudrehen. Ja, genau. Wir ihm den Stecker raus. Und als Zeichen der Einigkeit sollte jeder von uns Tattoos von den anderen tragen. Nein, danke. Nein, danke. Ja, da bin ich raus. Und wieso fährt Max jetzt in der Limousine? Ich bin der Verletzte. Ich verdiene eine besondere Behandlung. Denk dran, nach dem kleinen Trick mit dem Kran denkt Shakes, ihr wärt beste Freunde. Mach genauso weiter, dann wird er keinen Verdacht schöpfen. Seit der dramatischen Rettung bei Megastars mit Mini-Verletzungen sind Shakes und Max Power für ihren freundschaftlichen Konkurrenzkampf bekannt. Das ist doch kein Konkurrenzkampf. Wo ist die Wut, die Bosheit, der Ellenbogen in den Rippen? Ja, keine Witze über seine Frisur und auch nicht über seine erbärmliche Rennwagensammlung. Was soll's? Kopf an Kopf! Auge um Auge! Zug um Zug! Nichts kann sie trennen! Nur wer von den beiden macht das perfekte Spiel? Die Super Strikers bauen das Spiel langsam auf. Twisting Tiger kommt über den rechten Flügel. Shakes hat sich freigelaufen und es folgt sein typischer Ballrückzieher. Was soll ich sagen? Hat Dad mir gut beigebracht. Dein Dad? Oh, weil er auch gekickt hat? Ja, sagte ich doch neulich Abend. Oh, stimmt. Meine Familie spielt auch Fußball. Ja, das hast du mir schon erzählt. Klaus, hast du noch ein paar von den Tattoos? Ja klar, wie viel brauchst du denn? Hey, wow, eins reicht. Oh. Hä? Hey Max, super gespielt, nur schade, dass kein Tor drin war. Wir sind Kumpanen außerhalb des Spielfelds, Shakes, nicht. Hä? Alter, was soll das abgeranzte Kindertattoo? Klaus versucht, die uns allen anzudrehen. Die sind furchtbar und das ist das Schlimmste. Shakes, wir dachten, du hättest die Stalking-Wand aufgegeben. Ja, wie war das mit dem Rennen und Atmen und so? Das hat wenigstens Sinn ergeben. Es war alles nur ein Ablenkungsmanöver. Herumlaufen und Leute umarmen bringt dich aber auch nicht weiter. Ich hab ihm ein Tattoo verpasst. Ach so, warum hast du das nicht gleich gesagt? Okay, okay, seht her. Fällt euch was auf? Hier schießt er mit seinem rechten Fuß und auf diesem Bild mit seinem linken. Und dann das hier. Er lässt sich immer zwei gleiche Mahlzeiten liefern. Und er wusste überhaupt nicht, was ich ihm über meinen Dad erzählt habe. Merkt ihr es? Er ist zwei verschiedene Personen. Zwei Mahlzeiten. Shakes, ich esse auch gern mal drei auf und einmal. Und das ganze emotionale Zeug, das du mir erzählt hast, habe ich auch vergessen. Und Shakes, Mann. Du schießt mit rechts und mit links. Vergiss Max, Bruder. Ja, und die Man-of-the-Match-Trophäe. Konzentrieren wir uns darauf, das Spiel zu gewinnen. Und was, wenn Max in der zweiten Halbzeit kein Tattoo mehr hat? Schön. Warten wir, ob deine Vermutung zutrifft. Machen wir das, Kollege. Siehst du? Er verdeckt den Arm. Er ist der zweite Halbzeit-Max. Das ist wirklich komisch. Ich gehe jetzt hin und reiß ihm die Binde runter. Überlass ihn der Verteidigung! Shakes weicht nun nicht mehr von Max Seite. Der freundliche Wettkampf scheint die Freundlichkeit zu verlieren. Ha, da ist der Ellenbogen in die Rippen. Oh, wir gehen in die berüchtigte letzte Viertelstunde. In der Max seine Ausdauer beweisen kann. Max' unglaubliche Ausdauer macht sich wieder einmal bezahlt. Vielleicht können wir ja doch ein Stürmerteam werden. Max, du wandelnde Legende. Nein, Skara, du bist die wandelnde Legende. Aber mein Stürmerkumpel sollte nicht alle Tore schießen. Doch Shakes denkt nicht daran aufzugeben. Er
will die Man of the Match Trophäe definitiv. Was machst du, Shakes? Hä? Was? Ich musste echt hart schrubben, aber es ist weg. Glaubst du, dein Dad wäre jetzt stolz auf dich? Seltsamen Industriekleber, der sich nicht ablöst. 20 Minuten lang mein Schwein an meinen Rücken. Meinen Shakes! Oh. Vergiss Max! Soll er die Trophäe kriegen? Ist doch okay. Cool Joe! Hier! Shakes hat noch Reserven übrig, Mac. Ha, vielleicht extra bis zur letzten Sekunde aufgespart. Aber kann ja das Laufduell gewinnen. Mach schon, Shakes. Shakes beendet Max Powers Siegesserie. Aber sehr knapp, Mac. Du hast es geschafft, Mann. Die Nachforschungen haben sich wohl doch ausgezahlt. Das hat gesessen. Es ist noch nicht vorbei. Wir können das Spiel noch gewinnen. Was? Hey, entschuldige, Max. Klar wolltest du gewinnen, aber durch das Unentschieden haben wir auch künftig was zum Wetteifern. Ja, wie auch immer. Hä? Oh, ich wollte dir noch kurz etwas zeigen. Na gut. Was zur Hölle? Shakes, das ist verstörend. Ach was, fühl dich geschmeichelt. Hey! Alter, das ist nicht lustig. Der Man of the Match-Pokal geht an Shakes. Danke, es ist mir eine große Ehre. Aber das hätte ich nicht geschafft ohne den Freund und Rivalen, der mich meine Grenzen hat überschreiten lassen. Und der praktisch das Doppelte von mir ist, Max Power. Komm hoch, Kumpel, der Pokal gehört dir. Was für ein Verlierer, sogar als Gewinner. helfen wir ihm, Leute, er ist schüchtern. Max Power! Max Power! Komm schon! Max Power! Max Power! Max Power! Max Power! Hilfe! Ich bin hier drin! Jetzt? Jetzt! Ha! Gut, alles klar, Kumpel! Shakes, die Vorstellung ist gelaufen. Ich kann's nicht glauben. Ist nicht wahr. Die gibt's im Doppelpack? Shakes hatte recht. Danke, Brody. Danke, Brody. Halt dich zurück, Skara. Hältst du jetzt zu dem fröhlichen Grinsejungen da? Davon darf niemand erfahren. Keine Sorge, alter Knacker. Ich hab's geschnallt, Babbo. Zwillinge? Nicht schlecht, alter Knacker. Geschieht dir recht, wenn du es mir nicht erzählst. Oh, zwei für den Preis von einem? Her damit, Brody. Das ist meiner. Shakes, den Preis hast wohl du gewonnen. Und das Spiel. Und der Wicht hätte mich fast aus meinem Team gekickt. Ach, diese verrückten Kinder. Wir wollten sie ja warnen. Ich wollte dir keine falschen Hoffnungen machen, Alter, aber wir sind keine Freunde. Weiß ich doch. Aber ich habe ein Geschenk für dich. Die gehen nicht ab. Coole Teile, Klaus. Oh Mann, einen Rivalen zu haben bringt was. Ich habe mich noch nie so antreiben lassen. Klar, aber ich kenne da einen Haufen, der dich noch viel mehr antreiben kann. Freunde nah! Feinde näher! Teamkameraden am allernächsten! Ja, noch immer zu nah, trotz 90 Minuten Fußballspielen! El Matador, das ist mein Gesicht! Unter deiner Achsel! Männer, wenn wir unser jetziges Level halten... Ist das ein Freifahrtschein ins Super-League-Finale? Ja, mich hält nichts auf. Ich meine uns? Du siehst furchtbar aus, Coach.
gut. Findest du nicht, du solltest zu Hause bleiben und dich ausruhen? Ausruhen? Ich muss euch auf Technicali vorbereiten, das ist wichtig. Aber Coach Mann, es gibt kein Spiel, wenn alle krank sind. Also bitte, mir geht's doch ganz gut. Ich hab's abbekommen. Super! Also gut, ich ruhe mich daheim aus. Ja, kein Problem. Ich vergesse den Code. Dancing Ruster, du hast das Kommando, bis ich wiederhergestellt bin. Alles klar, Coach. Na dann, Jungs, zuerst... Moment noch, Ruster. Du wirst das brauchen und eine Pfeife, Megafon, Erste-Hilfe-Koffer, Zweite-Hilfe-Koffer, Gegner-Shirts, Platte, Hütchen, Taktentafel, Yogamatte und Übungsbälle. Und noch etwas. Ja, Coach? Viel Glück. Ihr seid jetzt warm? Dann wird's Zeit für Fußball. Ja, super. Tiger, gib ab! Shakespeare, lauf dich frei! Cool Show, Flanke! Dancing Ruster! Oh, bin ich! El Matador! Nicht schlecht! Jetzt Drehung, aufnehmen! Gut, und Sprung! Brave junge Schiri! Können die Super Strikers an ihre Siegesserie anknüpfen? Und schon hab ich dich! Hallo! Ich bin krank. Sehr krank. Ich brauche etwas, das mich zurück aufs Spielfeld zu meinen Jungs bringt. Ich bin sicher, da habe ich etwas, das... Zeig uns, was du kannst, Kapitän Coach, Alter! Hallo Jungs. Coach? Burger. Wow. Warum so erstaunt? Nur ein kleines Gimmick, das Prof mir gegeben hat. Jetzt kann ich euch bequem von zu Hause aus trainieren. Gut, da ich nun eure Aufmerksamkeit habe, an die Arbeit. Auf jeden Fall schöner als daneben zu stehen. Tiger, Handgelenke eindrehen für noch mehr Drall. Shakes, den anderen Fuß aufmachen. Hä? El Matador, das Training ist noch nicht vorbei. Dancing Ruster, pass zu Klaus. Klaus zu El Matador. Hackentrick zu Shakes. Shakes. Jo, bin schon dabei, Coach. Schön, Jungs. Haltet das und Technicali können wir dann bequem abhaken. Ja, kein Problem, Coach. Drohnenkumpel. Wir sind live vor Ort im Strikerland für eine Sonderpressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen Technicali. Und es scheint, als würden sich die Gerüchte bewahrheiten. Der neue Technicali Tourbus ist ein Wunderwerk. Was sind das für Dimensionen? Tornado Jenny, bist mal wieder am Start. Dein grandiosen Bus mit eingebauter Vorfahrt. Das ist ein verdammt großer, wird das genannt, Toni. Man nennt es schlicht genial! Doch warum muss dieser Bus so groß sein? Ein Zuhause fernab von zu Hause. Es bietet alles, was meine Jungs auf Tour brauchen. Oh.
Wir dürfen davon ausgehen, dass sie es sich zum Ziel gesetzt haben, die Super Strikers zu schlagen. Aber mit welcher Strategie, Tony? Wir hätten da ein paar neue Standards. Also etwas Feinjustierung, taktischer. Passt auf. Ich habe mich immerhin mal herbequemt zu dieser nervtötenden Pressekonferenz. Verzeiht die Verspätung. Oh, Coach? Hä? Wow. Ich bin noch nicht ganz auf dem Damm. Das ist ja cool. Top modern. Hä? Das ist doch nichts weiter als ein Tablet unter einer Drohne. Keine Raketenwissenschaft. Aber man steckt niemals im Stau fest. So, gibt es Fragen? Ja, ich hätte noch eine. Dancing Rasta, du gehst ja heute echt ab. Oh, Coaching Rasta. Ja, du so. Mach dies, mach das, zieh ab, Tor. Wäre ganz spannend geworden, wäre Coach nicht aufgekreuzt. Ja. Einen Gang runterschalten kommt für ihn nicht in Frage. Leute, war zwar schön, doch Coach verdient, dass wir seinen Einsatz honorieren. Glaubt mir, der weiß, was er tut. Hat etwas gedauert. Aber jetzt habe ich den Dreh. Oh ja, ich stark. Beeindruckend. Hey, dieser Apparat wurde sicherlich nicht von der Super League genehmigt. Die Super League habe ich natürlich informiert. Sowas ist rechtlich einwandfrei. Jeder darf das so handhaben. Tony, du Jenny, kannst dich dem Fakt nicht entziehen. Der Teppich sollte sich von ganz alleine einziehen. Tony! Das ist so eng! Meine Ellbogen, ganzer Körper! Warum bekommen wir keine echten Betten? Ja, Tony, warum dürfen wir in kein Hotel? Ist doch logisch. Weil dieser riesige Bus äußerst verdächtig wäre, würdet ihr nicht hier drin schlafen. Und würde ich euch echte Betten geben, wäre doch kein Raum für all das verdächtige Zeug. Toni! Ich spüre meine Beine nicht Wenn wir mehr. So weiter schlafen, Toni, wie sollen wir da denn die Super Strikers schlagen? Oh, bitte! Als ob ein Sieg tatsächlich von euch Fuzzis abhängen würde. Oh, Mann, Schlafzeit. Abhängen wird er von jemand Besonderem, nämlich dem Puppenspieler. Gesichtskartierung einleiten. Und Stimmanpassung durchführen. Eins, zwei, drei. Spieltag im Strikerland. Nach der Nacht im Luxusbus hätte ich von Technicali ein fitteres Auftreten erwartet. Immerhin sind Sie persönlich anwesend. Die Arbeit von Coach übernimmt heute ein fliegender Roboter. Könnte ja auch sein, dass das einfach nur die Zukunft ist, Mac. Die wird bald Schnee von gestern sein, Brenda. Mac? Aufgepasst, Jungs. Überraschung! Zu diesem Spiel gehören zwei, Coach! Aufgepasst, Jungs. Logisch, dass das nicht optimal ist. Könnte es sogar sein, dass die Drohne manche von euch stört. Ein bisschen vielleicht. Aber wir müssen ein Spiel gewinnen. Meine Erkältung sollten wir zusammen mit dieser dämlichen Drohne ignorieren und stattdessen einfach nur überragenden Fußball spielen. In den Strafraum. Erneut beeindruckende Leistung der Super Strikers. Großartig. So sieht Weltklasse-Fußball aus. Ja, das schaffen wir. Hä? 8 durchgeknallte Dinge, mit denen dieser Trainer seine Super League-Karriere ruiniert hat? Bei Nummer 7 muss ich heulen? Mit diesen 24 Hündchen wirst du ein besserer Coach? Gewinne eine Privatinsel, 1 Milliarde Dollar und eine El Matador-Actionfigur aus Massivgold? Blödsinn. Wer fällt darauf rein? Wie ich Pop-Ups loswerde? Sehr gerne. Nein! Was? Coach! Sollte so ein schlauer Mensch auf dubiose Anzeigen klicken? Schön! Kontrolle übernehmen über Coaches Drohne! So! Lass die Spiele beginnen! Wuhu! Da! Dancing Rasta! Hä? Die Jungs sollen das Tempo zurückfahren.
Stark zurückfahren. Alles klar, Coach. Wir... Langsames Zuspiel, langsam laufen, Tempo raus. Verstanden? Alles klar, Coach. Uns vollkommen fertig. Das klappt so nicht, Kapitän. Kommt, Männer, vertraut einfach auf Coach. Auch wenn seine Strategie etwas merkwürdiger ist als sonst. Ja. Oh, komm schon, Computer. Ich muss doch zum Spiel. North Shore und der Große. Ihr schenkt den Stürmern zu wenig Aufmerksamkeit. Klar, kein Wunder bei diesen Dünnbrettbohrern. Nenn die technikelle Jungs nicht Dünnbrettbohrer. Aber du hast doch Dünnbrettbohrer gesagt. Ach so? Sowas. Geht jetzt raus und zeigt mir, warum ich euch nicht entlassen sollte. Ja, Sir. Erneute Großchance, gegen die Super Strikers in Führung zu gehen. Oh, hartes Tackling von der Verteidigung der Super Strikers. Was? Solche Grobiane. Was erlaubst du dir, Coach? Grobiane? Deine Spieler sind Dünnbrettbohrer. Dünnbrettbohrer? Deine Spieler sind Neandertaler. Neandertaler? Eine so langen Wörter, die ich nicht verstehen kann, bitte. Natürlich hat der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden. Und Chipperson versenkt. Oh, mach schon, Computer. Aber warum Coach so... Na endlich, du schaffst das, Computer. Braver Computer. Tony, du Genie, du machst den Sack jetzt mal zu und sorgst mit deiner IT-Hotline endlich für Ruhe. IT-Hotline hier? Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe bei einem Problem. Ihr mit Problem meinem... nehmen wir sehr ernst. Bitte warten. Das war echt Mist. Was ist denn da draußen passiert? Absolut gar nichts. Keine Sorge, Männer. Coach wird es uns sicher gleich erklären. Erklären? Unsere besten Strategien vermasselt. Habt ihr irgendetwas dazu zu sagen? Coach, deine neuen Strategien... sind Mist. So, jetzt ist es raus. Die sind Mist. Musst du stimmen? Ja, ganz genau, Mann. Tut mir leid, Coach. Wir gewinnen, Tony. Hast recht. Ist aber noch nicht vorbei. Aber du bist doch nicht etwa sauer. Das heißt also, du bist stolz auf uns? Ja. Und deswegen ist das absolut nicht meine Schuld. Es wird Zeit, dass ihr Jungs mal etwas Verantwortung übernehmt. Du hast recht, Coach Mann. Echt jetzt? Es liegt an uns zu gewinnen. Und das geht nur mit einer Mannschaft, die zusammenhält. Also, wie sieht's aus, Jungs? Stehen wir geschlossen hinter Coach und setzen seine Pläne für die zweite Halbzeit um? Wie du meinst, ja, Kapitän. Ja. Tony, du Genie, bist unser Drohnenkönig. Und der Coach wartet zu Hause und er schläft bitterlich. Dancing Rasta. Was passiert denn hier bloß? Ja, du verhältst dich so verrückt wie Coach. Um ihn ist es deutlich schlechter bestellt, als wir dachten. Also, was tun? Es schmerzt mich, seine Anweisungen zu missachten. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Kann Technicali die Führung ausbauen? Oh! Nicht, wenn Shake sein Wörtchen mitzureden hat. Das sieht mir schon eher nach der Heimmannschaft aus. Genau so, Leute! Lattentreffer von El Matador. Netter Versuch, Dancing Rasta. Aber denk dran, wer hier drüben am längeren Hebel sitzt. Was ist da los? Der Kapitän der Super Strikers wird ausgewechselt? Oh.
Coach war bis jetzt in jeder Hinsicht bizarr. Aber Dancing Rasta auf die Bank zu schicken? Das ist ja wohl die Höhe! Warte. Was? Coach sagt, tut immer genau das Gegenteil von dem, was ihr tun wollt. Somit weiß Technicali nicht, was ihr erwartet. Ihr wollt nach links, ab nach rechts. Ihr wollt drüber, unten durch. Ihr wollt... Bringen wir es nun hinter uns. Und ob. Was? Twisting Tiger nun auf dem linken Flügel? Jake sieht ganz schön verwirrt aus. Block nun weit vorne im gegnerischen Feld. Siehst du das, Brenda? Ich sehe es, Mac. El Matador spielt jetzt Verteidigung? Was machen die denn? Chuck T. Chipperson könnte gefährlich werden. Und North Shore ist nicht mal ansatzweise in der Nähe des Geschehens. Okay, ab nach oben. Bleib und lauf. Ich habe es funktioniert. Komm schon, Brooks. Lasst mich doch nicht im Stich. Coach? Bin ich. Nein, Coach. Ich meine... Mich! Hör auf, dich selbst zu schlagen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Eine Minute Pause. Unterbrechung wegen Verletzung. Hey, Coach! Gute Idee, die eigene Drohne zu zerstören. Haha, grober Schnitzer! Mein einziger Schnitzer war zu sehr zu versuchen, euch nicht hängen zu lassen. Dadurch habe ich vergessen, dass ihr einen der weltbesten Spielführer unter euch habt, Coach. Chiri! Braver Junge, Chiri. Sieht aus, als wärst du am Zug. Kapitän? Coach? Kumpel! Wir gehen in die letzte Viertelstunde. Können die Super Strikers das Ruder noch herumreißen ohne Coach, Mac? Und das sogar ganz ohne Drohnen-Coach, Brenda. Shakes, El Matador, Machtdruck! Tiger, rüber! Cool Show, nochmal! Shakes, Tunnel! El Matador, lock den Torwart raus! Klaus, du weißt, was zu tun ist! Ich habe euch 2-0 in Führung gebracht und ihr verpasst es trotzdem. Hoffen wir, dass das das Ende vom Drohnencoaching ist, Brenda. Aber warum, Mac? Weil ein Trainer nur dann 2 Meter über der Erde schweben sollte, wenn er es sich verdient hat. Hattet recht, Jungs. Anscheinend brauchte ich wirklich nur Ruhe und... Seid ihr etwa alle krank? Nein, nicht alle, Coach. In meinem spezial angepassten Schutzanzug bin ich immun gegen all diese widerlichen, schmutzigen... Yes! Mein wunderschön... Mr. Work, wir sind vom Superleague-Disziplinar. Mr. Work, wir wissen, dass Sie hier sind. Wenn wir Sie kriegen, hat er sich für Sie austrainiert. Nicht zu glauben, dass Tony darauf eingefallen ist. Yeah. 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 Yeah.